Schönen guten Tag und herzlich willkommen zurück hier im wunderbaren Goliath. Wir sind immer noch so ein bisschen unterwegs und versuchen erstmal so ein bisschen klar zu kommen, Dinge zu lernen und mit den Berserkern irgendwie hinzukommen. Entschuldigung, da kam der Schluck auf. Ja, ich weiß es gerade tatsächlich noch nicht. Also rein optisch gefällt mir das hier richtig gut. Also ich finde das tatsächlich richtig schön hier bei den Berserkern. Die scheinen auch echt so, wahrscheinlich ist das also die Truppe, die so am sympathischsten ist. Mag mich täuschen, es wirkt aber tatsächlich so. Das ist auch spannend, der Mana-Schrein. Ja, also auf jeden Fall, es wirkt schon so, als wäre das hier so eine Geschichte, die sich gut machen würde. Aber ich will natürlich erstmal die anderen Sachen mir angucken, die anderen Fraktionen, also die Outlaws mal anschauen und vielleicht gucken wir auch mal, was die Kleriker zu sagen haben. Bloß mal so, ich liebe meinen Jetpack. Das spart halt tatsächlich echt richtig Meter. Das ist schon echt durchgeknallt. So, und dann schauen wir mal. Aber jetzt sollten wir eigentlich wieder... Genau. Ich will jetzt erstmal hier Bescheid geben, dass die Wache nicht mehr kommt, weil die Wache tot ist. Das Jetpack ist das Beste an dem ganzen Spiel bis jetzt. Das ist total geil. Ja. Das Ding finde ich geil. So. Halten wir fest. Jetpack, genial. Born? Achso, der Oberaufseher. Ja, stimmt, 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 stimmt. Ja, so langsam, guck mal, jetzt sind wir mal trockenen Fußes über den Teich gekommen hier. Eieiei, mir tut jetzt schon alles andere leid. Mein Leben wird sich wieder verabschieden. So, weil ich die ganze Zeit zocke. So. Ich habe Alva gefunden. Ich hoffe, du hast ihm ordentlich den Kopf gewaschen. Nicht direkt. Er ist tot. Ja. Wie bitte was? Du solltest ihn herbringen, nicht umbringen. Das musste ich nicht, das hat er schon selbst erledigt. Er scheint Stim-abhängig gewesen zu sein. Na, großartig. Haben wir jetzt schon einen Stim-Handel hier in Goliath? Sieht so aus. Naja, das ist nicht mein Problem. Ich werde jetzt erstmal mit Cormac reden müssen. Ich danke dir vielmals, dass du dich darum gekümmert hast. Auch wenn du nicht direkt eine Belohnung wolltest, habe ich trotzdem eine Kleinigkeit für dich. Aber der wirkliche Lohn ist schließlich die Erfahrung, die du durch die Sache hier gesammelt hast, oder? Ja. Vielen Dank nochmal. Um eine neue Wache kann ich mich jetzt selbst kümmern. Nee, warte mal, du machst Ärger. Ich habe gehört, du machst Ärger? Wovon redest du? Mir ist zu Ohren gekommen, dass du Ärger mit dem Eisenclan hast. Ärger mit dem? Das ist ja wohl die größte Untertreibung seit dem Untergang der alten Welt. Ich und meine Jungs bekommen bei Ora nichts mehr zu trinken. Und warum? Weil wir zum Hammerclan gehören. Wie soll ich mich denn nach der Arbeit entspannen, wenn wir hier nichts mehr zu trinken bekommen? Das stimmt. Wer sind deine Jungs? Naja, die meisten anderen vom Hammerclan eben. Wieso willst du das wissen? Cormac schickt mich. Ich soll der Streiterei ein Ende machen. Na dann viel Glück mit dem Holzkopf Oran. An uns liegt es nicht. Du findest Oran weiter oben in der Taverne. Falls du es wirklich schaffst, ihn umzustimmen, dann sag mir Bescheid. Ich könnte mal wieder einen ordentlichen Schluck vertragen. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. So. Ein Hausverbot. Ja, was haben wir denn jetzt noch an Aufgaben? Wir haben... Ne, das sind die geschriebenen. Hier sind die Aufgaben. Hauptmission Kontakt. Refugium der Separatisten, vogelfrei. Verbündet aus dem Mittelalter, da war der Ragnar. Ja. Okay, Assimilierung. Eine Halbdefekte, ne, Zahn um Zahn, Indizien. Okay, was habe ich denn noch? Wir markieren uns mal dies da. Also, das da. So. Wobei, die Taverne sollte ich eigentlich auch so finden.
Aber kann man ja schon mal ein bisschen probieren. Es ist schon schön. Es ist schon schön hier, brauchen wir gar nicht diskutieren. Das finden die tatsächlich nicht so gut, wenn ich hier mit meinem Jetpack rumfliege. Dabei ist das so cool. Warte mal, du Arsch. Weißt du, wo ich brauchbare Ausrüstung bekommen kann? Bei den Händlern wirst du sicher fündig. Aber erwarte keine Almosen. Wenn du nicht die nötigen Splitter aufbringen kannst, lassen sie sich auf kein Geschäft ein. Glücklicherweise mangelt es an Arbeit nie, an Freiwilligen schon eher. Die Belohnungen sind für meinen Geschmack zwar etwas mager, aber es reicht, um nicht vom Fleisch zu fallen. Mhm. Und wo wir dabei sind, hier. Du siehst so aus, als könntest du ein gutes Stück vertragen. Was hältst du von den verschiedenen Gemeinschaften? Man könnte denken, die Berserker würden in der Vergangenheit leben. Aber ich denke, wenn man die Gesetze akzeptiert, hat man es gut bei ihnen. Die Outlaws hingegen sind ein gottloses Volk, das sich wie die Ratten vermehrt und das frisst, was andere wegwerfen. Wenn ich du wäre, würde ich einen Bogen um sie machen. Die Kleriker hingegen bieten dir eine Antwort auf die große Frage nach dem Warum. Du wirst bald verstehen, was ich meine. Wenn du das sagst. Und was ist mit dir? Hast du dich schon entschlossen, wem du dich anschließen wirst? Ich bin mein eigener Herr. Bist du das wirklich? Wenn ich mir dich so ansehe, bist du auf Hilfe angewiesen. Mhm. Also machte ich besser mit einer der Gruppierungen gemein. Sonst ist dein Ende ausgemachte Sache. Okay, naja, ich schau mal. Und dann geht es weiter, immer weiter. Hallo, Taverne, mach das Licht an. Ich stelle nie irgendwas an. Das sind übrigens, ich glaube, das sind so Zitate, die haben sie echt aus den alten Gothic-Teilen einfach mitgenommen. Der Hammer-Clan schickt mich. Na, großartig. Was willst du? Bier. Du wirst den Hammer-Clan ab heute wieder bewirten. Interessante Geschichte. Erklärst du mir auch noch, warum ich das tun sollte? Interessanter Gedanke. Okay, hier brauchen wir einfach ein bisschen Skill. Es mangelt uns an Skill. So. Moment, was? Nein. Ich muss erst mal nachschauen. Also, Persönlichkeit 0. Also, hier Attributpunkte, da brauche ich 25. Rasch nach. 2 Intelligenz und jede Menge Gerissenheit. Ein falscher Praktiker wäre auch gut, aber Intelligenz und Intelligenz und Gerissenheit. Advokat. Tierfreund. Synthetisch. Puh, das ist natürlich echt nicht so richtig cool. Ja, also ich werde jetzt mal hier, warte mal, ich mache jetzt mal hier Gerissenheit auf 20 und die Gänse mal jetzt auf 19. So. Fest. So, jetzt gucken wir nochmal, was wir hier in Persönlichkeit. Ja, wir brauchen noch mehr Intelligenz. Ja, den bezahle ich jetzt nicht. Ich warte jetzt einfach mal, bis ich da ein paar Skills habe. Das heißt, wir können an der Quest jetzt erstmal nicht weiter hantieren. Lalalala, Markierung löschen. Und wir nehmen dafür...
Haupt, nee, Racheverzug, vogelfrei. Wir könnten ja mal hier nach unserem gestohlenen Kram suchen. Das könnten wir doch mal machen. Das heißt, ich muss jetzt definitiv diese schöne Stadt verlassen. Das weiß ich gerade auch noch nicht, ob ich das gut finde. Ja, ich habe eine Karte. Oh je, das ist weit. Das ist weit. Das ist geil. Haha. Ich bin gleich nach unten durchgefallen. Großer Fan. Was sind das eigentlich hier für Dinger? Naja, ich gucke mir auf jeden Fall alles an, aber ich glaube tatsächlich, ich werde mich den Berserkern anschließen. Aber ich will nicht nahkämpfen. Naja, kämpfen macht mir noch ein bisschen Angst, weil der ist ein bisschen lahmarschig hier, der Kollege, finde ich. Super, ich wollte eigentlich. Eigentlich wollte ich doch nur mal schnell wegrennen. Tja, so viel dazu. So. Ich glaube, ich probiere mal eine andere Quest. Eieiei, das ist tatsächlich wieder Gossing at its best. So. Gothic at its best ist das schon wieder. Bam, badadam, bam, 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 bam. Vor allem, ich habe auch nicht einen Händler gefunden hier. In der komischen Buchte. Vielleicht bin ich auch einfach wirklich nur zu blöd, aber einen Händler habe ich noch nicht getroffen. Ich habe Heiler getroffen und einen Wirt, aber jemanden, der mir mal richtig Ausrüstung verpasst, ist mir nicht untergekommen. Ach je. Karte. Aha. Na gut. Sei es drum. Hm.
eine Kralle? Okay, kann man schlechter landen auf jeden Fall. Das finde ich tatsächlich echt eine richtig coole Geschichte hier mit dem Jetpack. Das ist die Frage. Moment. Ich muss das mal speichern, weil ich weiß gerade nicht so richtig, wer oder was seid ihr da? Wollt ihr mir auf die Fresse hauen? Wollt ihr, alles klar. Lauf weg, Junge. Oh Mann. Ich bin doch nur ein kleines Arschi. Lasst mich in Ruhe, ich bin nicht wichtig. Ich habe eine scheiß Eisenstange, ey. Ich habe immer noch irgendwie Akku, zumindest nach der Musik zu urteilen. Das ist nicht schön. Oh, was ist das denn hier cooles? Ehrlich jetzt. Puh, eine gefährliche Welt. Gerade völlig falsch. Ich bin gerade so panisch weggerannt, dass ich einfach in die falsche Richtung gerannt bin. Sehr gut. Aber dann könnten wir uns ja mal ein bisschen mit Plündern auseinandersetzen. Vielleicht finde ich ja hier irgendwas. Guck mal hier, Zigaretten. Heiltränke sind auch immer gut. Immer ein Knaller. Na du, da will ich glaube ich nicht reinsteigen. Ein Spielzeugdino, das ist natürlich grandios. Oh, guck mal, ich habe einen Kampf zwischen den Viechern angestellt. Warum kann ich nicht hier? Der braucht immer Ach so, jetzt! Das ist meine Ausdauer. Klar, ich muss mir auf meine Ausdauerleiste aufpassen. Ah, bin ich ja verreckt wegen der Ausdauer. Ich wundere mich immer, warum der Typ nicht reagiert. Okay, wir müssen mal rausfinden, wie wir die Ausdauer gesteigert bekommen. Wahrscheinlich Konstitution oder sowas. Ja gut, wir werden jetzt einfach mal hier ein bisschen durch die Gegend ziehen. Wir haben einen Teleporter gefunden und dann schauen wir mal. Ich scheine echt wieder einen unendlichen Rucksack zu haben, was ich sehr cool finde. Das heißt, wir können wirklich jeden Pupsmist mitnehmen. Sehr geil. Aber ich kann euch sagen, ich komme jetzt gerade... Oh,
Nein, 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 nein. Das sieht doch schon aus wie ein Dino dort hinten. Brauchen wir doch gar nicht reden. Guck mal da. Na, garantiert. Mit dir werde ich mich anlegen. Unbedingt. Diese Welt ist ein Knaller. Das ist geil. Ja, und ich muss auf meine Ausdauer achten. Und ich muss alles mal ein bisschen... Ein Flugblatt. Elixid, Klopapier. Ja, Klopapier unbedingt. Wir sind in der Wildnis. Wenn ich jetzt mal kacken muss hier, dann will ich ja, also dann brauche ich ein mächtiger Badaboom. Was auch immer, mächtiger Energiespeicher. Okay. Aber wenn ich jetzt schon hier in der Wildnis umher irre. So, jetzt probieren wir das nochmal hier. Na, komm mal her, mein Freund. Auf jeden Fall müssen wir mehr AP irgendwie, also AP. Wir brauchen definitiv mehr Möglichkeiten, um hier Ausdauer zu generieren. Ich schaffe ja gerade so 2 Schläge, hey, das ist echt gar nichts. Ja. So. Die sehen doch aber halbwegs vernünftig aus, oder? Aber das werden wir beim nächsten Mal rausfinden, denke ich. Ich werde an dieser Stelle die Folge beenden. Und ja, wie gesagt, ich muss mich erstmal einrollen hier so Stück für Stück. Es ist auf jeden Fall wunderschön. Also, ich kriege kein Geld dafür, ich kann sagen. Es ist wunderschön. Nicht mehr und nicht weniger, alles andere wird sich finden. Ob die Story was taugt und das andere... Keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall richtig, richtig schön. Deswegen sage ich vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, es gefällt und ja, schaut beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin. Ciao, ciao. Der Ära.